Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Recoded! Beim letzten Mal haben wir das Wunderland abgeschlossen und sind hier in der Arena des Olymp gelandet, denn wir sind ja noch nie in der Arena des Olymp gelandet zuvor in Kingdom Hearts. Oder so, ne? Und ja, heute wollen wir nochmal schauen, was sich denn in dieser Welt jetzt alles Schönes befindet. Anscheinend erstmal gar nichts hier draußen, ich bin schwer enttäuscht, dass wir hier überhaupt nichts haben, aber hier haben wir eine Cutscene gefunden. Oh je, was soll ich da tun? Ist da jemand? Na, das war dein Stichwort, Held. Schreite zur Tat. Werde ich. Sag das doch Mickey, ja? Ich beseitige die Bugs und finde einen Weg zurück. Ist gut. Pass auf dich auf. Ja, anscheinend hat jemand Probleme. Ich hoffe einfach mal, dass es Phil ist. Es ist Phil. Hallo Phil. Lange nicht gesehen. Wie konnte es dazu kommen? Und warum braucht es so lange? Ne, stimmt irgendwas nicht? Ja, alles. Und unser Champion? Oh, bloß ein Kind? Verschwende nicht meine Zeit, Kleiner. Also erstmal heiße ich Sora, nicht Kleiner. Dad-Jokes. Außerdem, wenigstens erzählen kannst du es mir doch wohl. Wenn es sein muss. Also, nicht, dass ich was gegen bunte Dekowürfel hätte, aber diese Blöcke? Grässlich. Und du solltest erstmal sehen, wie es drinnen aussieht. Unser Champion Herkules ist rein, um nachzusehen. Ist allerdings schon eine Weile her. Er ist noch nicht zurück? Na, wie schrecklich. Wir müssen ihn suchen. Ja, keine Chance, Kleiner. Der Eingang ist von Blöcken, blockiert. Badum. Na, da können wir höchstens einen Held durch. Aber ich sehe hier nur mich und ein Kind. Tja. Verblüffend. Ein Schlüsselloch. Ob es mich in die Arena bringt? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Aber... vielleicht steckt ja doch ein kleiner Held in dir. Ich heiße übrigens Phil. Pass aber auf, Kleiner. Reinkommen ist eine Sache. Rauskommen eine andere. Ja, kein Problem. Der Sora macht das schon. Na, lass mich dir doch schnell mein patentiertes Erfolgsrezept mit auf den Weg geben. Vergiss nie zu gewinnen. Ja. Danke. Das ist der nützlichste Hinweis, den wir je bekommen haben. Also gut. Bin da mal unterwegs. Ja, sei du das mal. Sora ist auf dem Weg. Schauen wir mal, was die Arena für uns so zu bieten hat. Hinter diesem Schlüsselloch. Aha, Blöcke. Wie wir was haben. Was ist denn hier passiert? Für eine Arena ist das ganz schön rummelig. Die Anomalien werden immer schlimmer. Ich muss Herkules schnell aufspüren. Oh, da liegt ja ein Zettel. Notiz erhalten. Aha. Arena-Regeln. Die Anomalien in der Arena beeinträchtigen dein Kampfverhalten und deine Fertigkeiten massiv. Sobald du in der Arena des Olymp den Schwierigkeitsgrad einmal nach unten reguliert hast, erhältst du am Ende der Arena eine geringere Belohnung. Dies gilt auch, wenn du den Schwierigkeitsgrad später wieder erhöhst. Ob die von Herkules ist? Sora, kannst du mich noch hören? Laut und deutlich, Mickey. Wir müssen wirklich dringend andere Textboxen machen, je nachdem, wer gerade spricht. Hau bei Mickey einfach die Mickey-Ohren irgendwie an die Ecke, damit man weiß, wer gerade redet. Na, du solltest Anomalien hier sehen. Das sind bislang die schlimmsten. Ja, unser Scanner zeigt einen besonders schweren Bug an. Hoho! Die Arena sieht fast aus wie ein Labyrinth. Wir müssen herausfinden, was dieses Durcheinander veranlasst hat. Und zwar schnell. Ja, aber sehr vorsichtig. Auch deine Kräfte sind beeinträchtigt. Hoho! Werden einfach improvisieren. Und noch was. Diese Welt scheint ihre ganzen Arenen zu haben. Oh Gott, er hat Bugs in der Sprache. Oh weh, wer hält die Verbindung nicht mehr? Viel Glück, Sora. Ich schaff das schon. Okay, an die Arbeit. Ja, jetzt wird's Zeit aufzuräumen. Sektor 1. Finde Herkules. Boah, sollte ja machbar sein. Okay, indem ich die Dinger kaputt mache, mache ich schon mal die Backst runter. Was auch immer die Backst ist.
Wahrscheinlich eine Backstufe oder so. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das zu verringern etwas Gutes ist. Von daher machen wir es einfach mal. Hm, jetzt hat jetzt irgendwas geleuchtet. Cool. Und jetzt ist es wieder da. Oh, noch eine Notiz. Mal sehen. Angreifen, drücke A, ohne vorher ein Kommando aus dem Deck zu wählen, um einen gewöhnlichen Angriff durchzuführen. Nach dem Angriff sind die Gegner dran. Danach beginnt eine neue Runde. Um in der Arena mit Deckkommandos zu kämpfen, musst du sie kompilieren. Wähle dazu sie dazu mit X und kompiliere sie mit A. B lässt sich dann auch so widerrufen. Kompilierte Kommandos haben andere Effekte als gewohnt. Wie sie sich verändern, musst du durchaus probieren, selbst herausfinden. Darf ich nicht normal gegen Gegner kämpfen? Die Anomalien in der Arena verhindern das automatische Laden von Kommandos. Indem du Gegner besiegst oder Blöcke zerstörst, kannst du sie jedoch wieder einsatzbereit machen. Nur Heiltränke und Supertränke funktionieren wie gewohnt. Rüste am besten ein paar aus. Andere Items bleiben wirkungslos. Ah, ein Herzloser. Okay. Kann ich irgendwie... Ah, okay, ich kann so durch Sachen durchmarschieren. Okay. Also ja, in der Tat ist das hier jetzt anscheinend ein JRPG geworden. Denn auch das ist dringend, was Kingdom Hearts jetzt noch gebraucht hat. Mitten in dem Spiel. Ich meine, es wäre nett, wenn sie tatsächlich einfach ein reines JRPG von der Serie machen würden, aber ich brauche das nicht mitten in meinem Spiel plötzlich ein komplett anderes Spielsystem. What? Puh, abgefahren. Na, diese Kämpfe muss ich mich, glaube ich, erstmal gewöhnen. Naja, wird schon werden. Ja, wird schon werden, hoffen wir mal, ne? Okay, Sora, warum bist du da automatisch gesprungen, als ich den Block am Boden anvisiert habe, um ihn anzugreifen? Wir wissen es nicht. Hey, mehr Notizen. Die Metallblöcke versperren den Weg, so komme ich nicht weiter. Ah, hier liegt auch noch eine Notiz. Backstufe. Der Balken links oben zeigt die Backstufe an. Die Backstufe in einem Raum sinkt, wenn du ihm Blöcke zerstörst oder Gegner besiegst. Die Backstufe beeinflusst auch Blöcke. Färbt sich die Leiste gelb, werden Metallblöcke zu normalen Blöcken und Schadensblöcke zu Kugelblöcken. Ich muss also erstmal die Backstufe senken. Backstufe, Kampf. Je nach Backstufe variiert der Schaden, den gegnerische Angriffe verursachen. Gelb Stufe 1 normal, Rot Stufe 2 Doppelschaden und Blinkend Stufe 3 dreifacher Schaden. Bei hohen Backstufen sollte ich Kämpfe vielleicht besser vermeiden. Ja, Kämpfe beginnen, wenn du Gegner angreifst oder von ihnen angegriffen wirst. Es ist leicht, in einen Hinterhalt zu geraten. Immer schön auf der Hut sein. Ja. Zack, Angriff und dann... Zweifache Gegnerstärke, ja. So, erledigt haben wir sie trotzdem. Indem wir einfach mal den Elektrofeger eingesetzt haben. Die Backstufe ist weiterhin rot. Jetzt ist sie gelb. Okay. Das ist kein uninteressantes System. Ich weiß noch nicht, warum das mitten in meinem normalen Spiel mit drin sein musste. Dieses System. Warum konnten wir nicht einfach ein Kingdom Hearts Spiel haben? Das wäre vielleicht zu einfach gewesen. Eine weitere Notiz. Blocken. Drückst du bei gegnerischen Angriffen im richtigen Moment Y, blockst du und halbierst den erlittenen Schaden. Es geht auch weiter. Kombo. Drückst du beim Angriff im richtigen Moment A, wird eine Kombo initiiert und mit etwas Geschick kannst du dreimal in Folge angreifen. Manchmal werden sogar Spezialattacken ausgelöst. Das sollte ich gleich mal ausprobieren. Ja, klingt nach dem Plan. So, nochmal Backstufe 2. Sagen so klinge, Stufe 1 war anscheinend nicht gut genug. Na, okay. Okay, hat immerhin zweimal funktioniert. Okay, erfolgreich geblockt. Und erledigt. 116 EP erhalten. Aha. Oh, ich schätze mal, wir wollen möglichst, die Backstufe komplett verringern, wenn es geht. In allen Räumen. Ich hoffe einfach mal, dass es dafür irgendwas gibt. Na, da habe ich Y definitiv zu früh gedrückt. Und da auch.
Wir kommen hier definitiv in Paper Mario Gefilde, was Angriffskommandos und sowas angeht. Wie gesagt, das ist kein uninteressantes System. Das Spiel hatte nur eben schon ein Gameplay-System und da muss man sich fragen, warum man das zur Seite geworfen hat, um dieses Kampfsystem stattdessen einzuführen. Ha! Als Kinderbelustigung war das hier eigentlich nicht geplant. Na, egal. Dieses Labyrinth reibt selbst Helden auf. Viel Glück, Kleiner. Aber zurück zu Wichtigerem. Herkules. Er wird dieses Labyrinth nur in eine Richtung verlassen. Endstation, Unterwelt. Ne, doch vorerst will ich die Show noch etwas genießen. Ja, tu du das, Hades. Tu du das. Ach, was wohl diesmal auf der Notiz steht? Ja, was wohl diesmal draufsteht? Präventivschlag. Versetzt du Gegner vor dem Kampf einen Hieb von hinten, führt dies zu einem Präventivschlag. Gegner sind in der ersten Runde dann wehrlos. Wenn du unvorsichtig bist und dich ein Gegner von hinten anspringt, gerätst du in einen Hinterhalt. In der ersten Runde kannst du dich dann nicht wehren, sei auf der Hut. Hältst du im Kampf R gedrückt, kannst du vom Schlachtfeld fliehen. Ein wahrer Held weiß, wann ein Kampf aussichtslos ist. Kann sicher nicht schaden, als erstes zuzuschlagen. Ne, in der Tat. Es kann nicht schaden. Okay, das war jetzt so nicht unbedingt geplant, aber muss jetzt auch gehen. Aha, erfolgreich geblockt. Das mit dem Angriff müssen wir jetzt auch noch hinkriegen. Ja, das wird zu früh, aber das sollte ihn jetzt auch erledigen. Wunderbar. So, Backstufe ist gelb. Den Kollegen von hinten anzugreifen ist gar nicht so einfach. Da er sich mit mir mitdreht. Und da wollte ich eigentlich von den Blöcken angreifen und dann hat er das Vieh einfach anvisiert. Da haben wir einfach nochmal eine Sanktusklinge da rein, um das direkt zu beenden. Wunderbar, Dankeschön. Und jetzt bekommen wir auch mal wieder irgendwas Nützliches dafür, nämlich eine Attacke plus 1. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier unten finden. Nur mal einen Raum ohne Notiz. Ist ja der Wahnsinn. Ha, obwohl er im Boden war, habe ich ihn trotzdem angegriffen. Auch neu. Na, ich finde mit dem Time noch so ein bisschen kompliziert, aber naja, so wichtig wird schon nicht sein. Oh, zack, den erledigt. Oh, auch schön, dass er da den Gegner am anderen Ende des Raumes irgendwo anvisiert hat. Immer besonders hilfreich. Okay, es ist schön, dass man sich halt nicht aussuchen kann, wen man angreift, sondern einfach irgendwen angreift. Auch wenn ich den vielleicht nicht angreifen möchte. Aua, auf mich zu hauen, blöder Schattenlurch. Wunderbar. Erledigt ist er trotzdem. So, und dann können wir jetzt hier noch mehr Belohnungen rausholen, nämlich ein Magie plus 1. Gut, dass wir ganz normal weiterhin in unsere Status-Matrix und so rankommen. Ich habe natürlich nicht genug, um aktuell irgendwas tatsächlich aufzupowern, aber wir können uns doppelten Angriff plus holen. Naja, da unten hin macht noch keinen Sinn. Wir können theoretisch eine von den beiden Fähigkeiten hier mal freischalten. Oder wir können Richtung Kommando-Chip hier unten dann arbeiten, sobald wir da hinkommen. Wahrscheinlich sinnvoller, ne? Packen wir hier einfach mal einen Null-Chip rein. Für was auch immer das hier ist. Noch mehr Analyse. Okay, verbesserter Sensor. Je höher die Stufe deiner Analysefähigkeit steigt, desto empfindlicher wird dein Sensor. Ein verbesserter Sensor kann unentdeckte Hintertüren aufspüren und dich zu neuen Bereichen des Systemkerns führen. Und das ist doch praktisch. Wenn wir jetzt
wie wir beim letzten Mal gelernt haben, in Welten, die wir schon abgeschlossen haben, zurückkehren, um dort noch nach weiteren Hintertüren zu suchen, haben wir da mal eine einfachere Chance. Ich hab's nicht wirklich vor, aber wir könnten. Nanu, mir war, als hätte ich jemanden gehört. Verrückt. Wer sollte schon sonst noch hier sein? Ja, dieses Labyrinth ist äußerst vertrackt. Ich sehne mich ja fast schon nach Phils Training. Ich muss herausfinden, was die Arena in diesen Zustand versetzt hat. Und es unbedingt rückgängig machen. Ja, Herkules ist mal wieder sehr ernst. Wie? Da geht's hier einfach nicht mehr weiter? Obwohl, vielleicht doch. Da ist noch eine Notiz. Sektorsprünge. Die Arena ist in Sektoren unterteilt. Diese sind über Warp-Punkte miteinander verbunden, die in Blöcken versteckt sind. Zerstöre daher die übrigen Blöcke, wenn es nicht mehr weitergeht. Fast wie eine Schnitzeljagd. Ja, fast wie eine Schnitzeljagd. Sora, fast. Die Backstufe hier ist ziemlich hoch. Ich bin besser vorsichtig. Ja, aber noch blinkt sie nicht. Also alles gut. Backstufe 2. Oh, packen wir einfach wieder eine Sanctus-Klinge da rein, um die direkt zu zerstören. Dann müssen wir uns auch gar nicht erst die Gedanken um den doppelten Schaden machen, den die Viecher machen. Ja, ich wollte dem auch mal wieder versuchen, von hinten anzugreifen, aber irgendwie ist das mit den Viechern extrem schwierig. Na, oh, da habe ich ihn tatsächlich mal fast instant umgebracht, dann habe ich es versaut zu blocken. Dreist von mir. So, wir sind jetzt bald dabei, auf gelbe Stufe runterzukommen. Allerdings sind wir noch nicht ganz da. Versuchen wir es mal mit den Blöcken hinten noch, damit wir uns ein bisschen weniger Gedanken um die Gegner machen müssen. So, jetzt wo alles gelb ist. Versuchen wir mal die Volkersalve. Schauen, was das tut. Explosionsstufe 2. Okay. Hat einen Gegner erledigt. Wie hilfreich. Na, definitiv zu früh gedrückt und den erledigt. Wunderbar. Wir gehen weiter. Oh, und noch ein Gegner. So, haben wir wieder Stufe 2 Sanctus-Klinge da rein. Sollte alles deutlich einfacher machen. Oh, erledigt. Das war einfach. Wunderbar. Kriegen wir dann noch Belohnung für. Zwar ein LP plus 2. Okay, und ein Äther anscheinend. Und damit haben wir alle Räume auf dieser Etage hier aufgeräumt. Und dann packen wir da mal... Packen wir da mal das LP plus 2 rein. Da schon mal besser so. Mehr KP, weniger Magie. Ist mir auch recht. So viel Magie-Kommando benutzen wir ja nicht. Ob das der Ausgang ist? Diesen Sektor verlassen? Ja, wir sind ja hier auf dem Sektor fertig. Punkte am Ende jedes Sektors erhältst du entsprechend deiner gesammelten Punktekugeln. Punkte für jeden Raum mit Backstufe 0 gibt es zusätzlich einen Bonus. Okay. Backstufe-Bonus, Gesamtpunkte 11.180. Ob das jetzt gut ist oder nicht, werden wir gleich herausfinden. Hier liegt auch eine Notiz. Speicherräume. Zwischen den Sektoren gibt es Speicherräume. Speichere hier deinen Fortschritt und decke dich im Laden mit dem Nötigsten ein. Ja, wir haben einen Speicherraum gefunden. Der uns allerdings unsere Sachen anscheinend nicht wieder nachlädt. Willkommen, Kupo. Du sollst hier speichern, Kupo. Und mich, dich beim Einkauf bereichern, Kupo. Ja, was kann man denn hier alles Schönes kaufen? Schwertfall, Feuerklinge, Blitzklinge, Elektrolauf, Wirbel, Eis und Eisra. Wir können endlich Vitas kaufen, anscheinend. Wir können Stopp kaufen. Okay. Immer noch nichts, wo ich jetzt mich unbedingt mit eindecken möchte, aber hey, man könnte. Aber gut. Nachdem wir jetzt den ersten Sektor dieses JRPGs erfolgreich abgeschlossen haben, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach Sektor 2 aufbrechen und mehr JRPG in unserem Action-RPG drin haben. Bis dahin.
Aloha.